Servus, Salve und Hallo. Es ist Freitag. Es ist der 18. März. Wir haben 19:03 Uhr. Hexensabbat ist vorbei. Ich glaube, Vollmond auch. Das heißt, wir können uns jetzt mal wieder technisch ein paar anderen Dingen widmen. Vor euch liegt der Chart Eine Kerze, ein Tag, so wie ich das immer anfange am Wochenendchat. Und ihr seht, wir haben 3 Tage lang hier das 50er Retracement von der Bewegung All-Time High bis zu dem Tief, Xetra-kursmäßig, haben wir so umschmeichelt. Wir waren wieder ein bisschen drüber, drunter, drüber, drunter. Und in der Zwischenzeit ist der Oszillator ziemlich heftig schon wieder gestiegen. Und da will ich gleich auf das hier hinweisen. Das ist ja das MACD, die moderne Sichtweise. Und wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen aufdrösele, das hier war das Corona-Tief. Vergleicht mal jetzt dieses Histogramm mit dem. Das ist schon fast die gleiche Höhe. Und das hier war Ende Oktober letzten Jahres. Das ist auch das gleiche Niveau. Sind wir sogar schon ein bisschen höher. Das ist das, was man diese V-Korrektur nennt. Ja, das hatten wir hier, das haben wir hier. Das hatten wir im letzten Jahr relativ häufig. Und die haben wir jetzt auch schon wieder vollzogen. Ich bin der Meinung, ich muss nochmal zurück. Ich habe nämlich hier eine blaue Linie reingemacht. An diese Linie könnt ihr euch erinnern, 14.815. Das war eben diese lange, lange, fast nervige Seitwärtsphase. Und bis dahin haben wir Platz. Und das verbindet sich ziemlich genau mit dem 61er Retracement von dieser Bewegung. Das sind also zwei, nennen wir es mal Gruppen, die zusammenkommen. Das obere Band kippt auch weiter und zwar ziemlich heftig. Die Volatilität hat insgesamt ein bisschen nachgegeben aufgrund dieser 3 Tage hier. Das obere Band kommt weiter runter und ich vermute, dass es sich spätestens am Mittwoch sich alle 3 Punkte hier treffen. Das untere Band steigt. Gleitende Durchschnitte gehen zumindest, die kurze hier, das ist der 10er, geht auch schon wieder hoch. Ich vermute, wir sind jetzt hier nachbörslich auch wieder ein bisschen höher als Schlusskurs um 17.30 Uhr, dass wir uns diesen Punkt hier nochmal nähern, ihn vielleicht sogar rausnehmen im Sinne von 14.830 oder sowas. Aber das hier wird auf jeden Fall eine ganz heftig umkämpfte Marke sein. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen bei anderen Analysten. Ich denke, dass wir da hochgehen. Die 400 Punkte, die machen wir. Glaube ich schon. Wenn nicht irgendwie was unerwartet Böses kommt. Dann sind wir hier weiter hoch, dann sind wir hier im Extrembereich. Deswegen sollte er da verharren. Ich glaube nicht, dass er da nennenswert drüber geht im Sinne von 15.100 oder sowas. Das glaube ich nicht. Dann holen wir nochmal ein bisschen Atem, wahrscheinlich nochmal so in den Bereich rein 14.000. Und dann müssen wir ganz neu überlegen. Aber das ist jetzt so meine Idee, kurzfristig nochmal hier hoch an das blaue Band oder an die blaue Linie. Und dann haben wir hier einen sehr schönen überkauften Bereich. Und dann muss man gucken, was passiert. Aber ich rechne halt eigentlich damit, dass wir dann nochmal runtergehen im Bereich 14.000. Jetzt war noch irgendwas. Irgendwas wollte ich auch. Hier ist mein Zettel. Ja, wunderbar. Anfang des Jahres wusste ich nicht, wann ich Seminare mache. Ich hatte da die OP. Und das liegt jetzt alles hinter mir. Deswegen, ich habe 2 Seminartermine gemacht. Bei mir laufen die Seminare anders. Da muss man sich nicht bewerben. Da muss man keine langen Verträge schließen. Das ist einfach nur ein Samstag und ein Sonntag. Und am Samstag 4 Stunden, am Sonntag 4 Stunden. Mit genügend Pausen zwischendurch. Ich mache hier unter den YouTube-Film, mache ich den Link von der Homepage, wo ihr da hinkommt. Könnt ihr euch das anschauen. Am Anfang, oder vielmehr vor dem Seminar, spreche ich mit jedem, mache so einen Technik-Check, denn das geht alles über Skype, und mache so eine Art Anamnese. Kann mir jeder sagen, wo er steht, was er braucht, wo er Fehler sieht oder die vermutet oder wo er nicht weiter weiß, damit ich auf jeden dann eingehen kann. Dann nehme ich eine Gruppe, das sind maximal 10 Leute. Also für jeweils einen Termin. Termin ist 2. und 3. April und 30. April und 1. Mai, Samstag und Sonntag. Jeweils nur 10, weil ich will auf jeden auch einzeln eingehen können. Und nach den 8 Stunden, da kriegt ihr einen Haufen Unterlagen und 35 Jahre Erfahrung auf euren Bildschirm geknallt. Mache ich das so, dass jeder bekommt dann hinterher noch, kann er sich aussuchen, wann. Also so im Zeitraum von einem Jahr kriegt jeder dann nochmal eine Einzelstunde, wenn ich mit allem fertig bin. Schaut euch das mal an, vielleicht interessiert euch das. Und dann können wir das mal machen. Und jetzt habe ich hier noch die Scheine für euch. Und zwar, ich nehme 13.905er. Da sind wir etwas unter dem 38er Retracement, etwas unter der 20-Tage-Linie, 13.905.
Der ist nicht zu nah dran, denn man muss mit solchen Bewegungen hier immer mal wieder rechnen. Hat im Moment einen 24er Hebel und das ist die HG1 XQF. Den finde ich ganz spaßig. Nehme ich jetzt auch nicht übers Wochenende, aber mit dem möchte ich gerne am Montag ein bisschen rumspielen. Und wenn wir dann hier oben sind, halte ich den für hochinteressant. Das ist ein 15.109er. Das ist die HB4 BND, Bertha Nordpol Dora. Der liegt mit 15.100 dann hinter dem oberen Band, weil ich glaube nach wie vor nicht, dass wir das hier irgendwie rausnehmen. Da werden wir hängen bleiben. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und mal schauen, wer sich alles bei euch meldet. Auf der Homepage ist so ein Kontaktdingen, da könnt ihr mir dann Mail schreiben. In diesem Sinne, alles Gute, Baba.